So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe vom JFT Live Trading TV Format. Heute wird die Analyse, denke ich mal, nicht besonders lang werden. Es hat sich nämlich ja nicht viel getan. Zunächst einmal der Risikohinweis. Die Analyse bzw. das Video ist eben keine Anlageberatung bzw. Aktienempfehlung oder Anlageempfehlung. Und es stellt keinesfalls eine Aufforderung zum Erwerb von jeglichen Finanzinstrumenten oder Produkten dar. So, dann kommen wir zum Dow Jones Index. Den DAX kann man eigentlich fast überspringen, deswegen schauen wir erst mal zum Dow Jones. Hier ist erstmal die Parkettbörse und hier kann man eben 1, 2, 3 Auflagepunkte in etwa verbinden. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen, wie es war. Ja, und da sieht man hier ja fast punktgenau getroffen. Wenn man jetzt sagt, okay, nimmt man hier das hoch, wirklich, dann hätte aber bislang nur 2 Auflagepunkte. Dann hätte er noch ein bisschen Platz. Wie gesagt, ich habe das abgespeichert, so wie meine erste Linie war. Die lasse ich auch so. Und außerdem hätte der Index eh noch Platz, ein bisschen eben zum zweiten Short Limit. Deswegen nimmt man, kann man das jetzt, braucht man es auch nicht so genau nehmen. Ich lasse es jetzt erstmal so, dass die Auflagepunkte eben hier waren. Und dann eben hier und dieser Auflagepunkt. Ja gut, jetzt ist es leicht verschoben. So. Wie gesagt, so eine Trendlinie muss nicht punktgenau angelaufen werden. Ein Schlusskurs darüber wäre zumindest erstmal natürlich nochmal bullish, aber im Zusammenhang mit dem Widerstand bei 17.741, ja, ist es hier auch confirm short zu gehen, beziehungsweise halt antizyklisch. Das ist jetzt absolut antizyklisch. Ich, wie schon auch im letzten Video erwähnt, ich mag antizyklische Trades sogar lieber als prozyklisches. Nicht, weil sie risikoreicher sind, sondern ja, man kann eben auch mit Positionsaufbau gut arbeiten und auch wieder selber theoretisch schneller auch die Position mal geben und dann wieder nachkaufen. Also eben so, wie es eben liegt. Ich versuche möglichst die antizyklischen Trades absolut nicht zu übergewichten, und aber wie es nach so einer großen Aufwärtsbewegung eben möglich, beziehungsweise eben ja, es bleibt eigentlich fast ja nichts anderes übrig in meinen Augen. Aber gut, ist Ansichtssache. Einer hat auch geschrieben, er sieht nicht den Dow Short, ja. Short-Signal gibt es auch definitiv nicht, das ist auch klar, ja. Habe ich auch nie gesagt, dass es ein Short-Signal gibt, sondern es ist einfach nur ein antizyklischer Trade, den ich eben jetzt vorgestellt habe. Es gab ja zig andere Trades, die prozyklisch waren. Im DAX gibt es eben nichts Neues. Auf Tages-Schlusskursbasis bleibt die 10.000-Punkte-Marke nicht knackbar im Moment. Und deshalb war es im Prinzip auch richtig, heute Morgen nicht prozyklisch jetzt long zu gehen. Also für mich sind die Muster nicht besonders schön im DAX. Und ich habe eben den Vorteil, ich muss nicht unbedingt DAX-Trading veranstalten. So, zum Forex-Handel. Passt soweit auch. Das war ein absoluter prozyklischer Trade. Einmal hier ausgestiegen, hier zurückgekauft, hier wieder ausgestiegen. Und ja, das ist jetzt, wenn man hier unten nochmal kaufen sollte, ist es kein antizyklischer Einstieg, sondern nur in der Korrektur dann gekauft. Aber hier ist erstmal noch Abwarten angesagt. In Silber ebenso, war hier auch ein absoluter prozyklischer Trade, hier unten eingestiegen, bei 15 erst die erste Position gegeben, also bis 16 dann nicht mitgemacht, nachgekauft, verkauft, gekauft, verkauft, gekauft, verkauft. So, alles hier im Stream auf die Schnelle, wer jetzt neu dazugekommen ist.
war vielleicht auch zu schnell. Aber ich hoffe, dass ich weiteres Trades vorstellen kann, die genauso gut laufen. Hier die Evotec-Aktie. Lief jetzt ein bisschen runter. Eine Position ist da oben gekauft worden. Unter die 3.10 wäre ideale neue Kaufzone oder beziehungsweise Rücklaufzone gewesen. Weiter erstmal mit einem Bein dabei. Gold, ja, ist, hat sich anders entwickelt als Silber, aber es war auch schon die Tage davor. Bleibt weiter wie gehabt, kann man auch nachlesen als größere Analyse im Stream. Chevron hat jetzt hier leicht nachgegeben, passt soweit. Morphosis, ja, was ich hier eigentlich rein bin oder beziehungsweise als die Aktie hier nicht gesehen habe, dass die auf 43 anstieg, habe ich eigentlich gesagt, 43 verkaufe ich. Da sah es aus, als würde man noch mal einen knappen Euro noch mehr mitnehmen können. Der Stoppkurs ging hier sowieso schon hier oben hin. Und ja, hier lasse ich jetzt einfach den Markt entscheiden. Entweder Stopp wird gezogen oder ich bekomme trotzdem noch die 44 oder noch ein Stück mehr. Mal schauen. Jedenfalls hier was liegt man gut dabei. Schauen wir noch die Twitter an. Oh ja. 10 Cent aktuell im Plus. Ist aber auch nicht unbedingt ja, das beste Setup. Und Fresenius sieht jetzt vielleicht noch zack, zack, die Kerzenformationen. Ja. Vielleicht kommt man hier noch rein. Vielleicht sogar optimal. Mal abwarten. Palladium kann ich jetzt ja streichen, aber gegenüber den Kaufkurs drüber, über das Kursziel drüber. So, doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Also es passt im Moment. Allerdings fehlen eben die klareren Signale oder Rückläufe, um prozyklisch irgendwo einzusteigen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.